Wenn ihr mal die Immortals auch wegkriegt, die Linke müssen nach vorne. Genau da sind sie auch aktuell. Es wird ja oben den Pylon reingeworfen. Mit dem kann er nochmal neue Sentries reinholen. Aber hier verliert er aktuell seine Damage-Dealer. Da kommen gerade Zealots, die an die Front geworfen werden. Mit denen kann er dann eigentlich nochmal, direkt mit auf den Zerg jagen und hier so ein bisschen Schutz für seine Range-Units holen. Und immer noch 10 Supply ist ja momentan Wilco vorne. Aber er verliert hier momentan auch einiges und der Zerg baut hier weiter Linke nach. Hat hier massiv Overmims momentan. 600 sind es, 800 für Wilco. Und da muss der Zerg jetzt einfach mal hergehen. Da muss er die Queens weiter einsetzen, um hier, da macht das auch. Also hier vielleicht auch nochmal schnell für Larven sorgen. Denn das ist momentan wohl eines seiner größten Probleme. Das Geld dafür hat er. Was ihm fehlt, sind die Larven. Da macht er jetzt auch gleich mal Spawn-Lava. Vielleicht sogar schon zu spät. Wilco macht hier Druck auf den Zerg. Hat ja momentan 20 Supply, fast Vorteil. Und jetzt sind hier wieder keine Larven am Start. Da hinten hat er Spawn-Lava wieder eingesetzt. Aber da kommen jetzt neue Units nach. 9 Roaches sind plus 1 wird hier gemacht. Nachdem hier Wilco ihm eine kurze Verschnaufpause gegönnt hat. Und jetzt wieder der Go direkt mit den Lingen rein. Zieht sich hier nochmal zurück und muss jetzt hier neue Units produzieren. Jetzt gleich hier wieder Larven am Start. Und da muss er direkt die nächste Runde raushauen. Die nächste Spawn-Lava-Aktion bringen. Ansonsten sieht das hier bitter für ihn aus. Jetzt vielleicht nochmal versuchen, hier oben auch nochmal einen Creep-Tumor zu setzen. Von hinten mal rein flanken wäre auch eine Möglichkeit. Hier Crawler ist natürlich auch immer noch eine schicke Sache. Und da hat er Spawn-Lava sofort wieder gesetzt. Produziert direkt wieder 9 Roaches, um nochmal einiges an Lingen. Und es geht da hier wieder direkt rein. Die Queen zieht sich zurück. Da geht er hier also komplett nach vorne mit seinen Roaches. Das macht er soweit eigentlich ganz gut. Macht hier Hit and Run. Und da muss jetzt natürlich auch langsam Wilco ein bisschen aufpassen. Er ist hier sehr, sehr intensiv am Start. Hat hier mit seinen Force Fields versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber jetzt sind hier auch keine. Es sind jetzt hier komplett seine Sentries auch aus. Energielos. Energielos, haben keine Energie mehr. Und jetzt geht's hier direkt rein. Also da der Zerg momentan mit einem guten Game macht hier Druck und verkürzt einfach diesen Vorteil von Wilco. Der hat allerdings ekotechnisch viel, viel mehr am Start als sein Kontrahent und kann damit einfach ordentlich aus dem Vollen schöpfen. Man sieht's hier auch nochmal. Und jetzt müsste eigentlich auch der Zerg darauf achten, dass er hier jetzt nochmal ordentlich nachpumpt, was die Drohnen angeht. Da oben, da muss hier nochmal das Spawn Lava kommen. Das ist jetzt so wichtig. Auch, dass er hier mal ein bisschen das Supply spreadet. Da nach oben. Mal gucken, hier fehlt ebenfalls noch eins. Hier muss er auch nochmal ran. Also das ist so wichtig, dass der Supply sitzt, dass er diesen Speed-Bonus wirklich komplett ausbauen kann. Und da geht der Immortal jetzt natürlich down. Also ein letzter verzweifelter, ja, nicht mal Kampf, sondern einfach nur ein Überbleibsel. Und da muss jetzt einfach dieser Creep-Spread jetzt auf Seiten vom Zerg kommen. Und er muss jetzt auch nochmal Drohnen pumpen. 2 sind zu wenig. Also man guckt sich das mal an. Das ist ein massiver Unterschied. Und der wird es natürlich Wilco ermöglichen, hier deutlich besser als sein Gegner ins Spiel reinzukommen. Er hat schon wieder 20 Supply-Vorteil. Und da muss jetzt einfach auch ordentlich mal was kommen. Jetzt ist er hier Supply-blockt, haut nochmal 4 Overlords raus. Und da müssen jetzt einfach Drohnen, noch einen fünften sogar. Da müssen jetzt erstmal Drohnen und Drohnen kommen. Also die sollte er sich jetzt echt gönnen, weil das ist momentan einfach zu wenig. 39 gegen 62. Also das ist schon heftigst, was er hier aktuell gerade an Echo hinterherhängt. Seine Armeestärke allerdings fast genauso stark wie die von Wilco. Also wenn man sich die Supply-Zahl mal anguckt, dann hat er hier knapp 30 Supply-Vorteil und ungefähr, ja, nicht ganz 30, aber so 22 Harvester weniger. Also die sind armeetechnisch schon auf einem Level momentan. Und jetzt versucht hier Wilco nochmal zu exen, aber das wird er nicht hinkriegen. Da geht seine Expansion direkt down und Wilco macht den Gegen-Go. Er geht nach unten und muss jetzt aber aufpassen. Da kann er seine Expansion auch noch verlieren. Da zieht er sich direkt wieder zurück. Also will sich hier nicht auf eine Base-Trade einlassen. Und immer noch keine neuen Harvester auf Seiten von, ich vergesse immer wieder, wie diese Nummer ist. Irgendwas mit Hayo, Tohayo. Da muss eigentlich nochmal ordentlich was kommen. Hier neben hat er jetzt ordentlich Larven, da hat er nochmal Larven. Und da, oh, da muss er jetzt aufpassen, dass er seine Army da nicht verliert. Das splittet Wilco seine Army. Er will ja von beiden Seiten rein. Und das wird jetzt interessant. Ob er hier wirklich so reinkommt. Da unten, da muss er jetzt fighten. Da unten muss er fighten. Da geht er unten rein, versucht hier unten so viel wie möglich klar zu machen. Und so viel wie möglich von seinem Gegner zu killen. Immer wieder mal mit A-Move, dann Rechtsklick. Versucht er mit einzelnen Units noch raus zu manövrieren. Und macht es eigentlich relativ geschickt. Hat ja auch schon einiges verloren. Aber oh. Da gehen nochmal einige Units down. Da kann er hier vielleicht selber nochmal ein bisschen was kicken. Aber muss ich jetzt zurückziehen. 20 Supply ist er wieder hinten dran. Und wieder pumpt er nur Army nach.
Also momentan kann hier Wilco einfach deutlich besser nachbauen als er selbst. Ist jetzt dabei, snipe nochmal einzelne Zealots raus und wird jetzt dann demnächst auch ein Go machen. Also hier nochmal kurz die Army und daneben sieht man jetzt auch Wilco. Der hat jetzt eben nochmal ordentlich was am Start mit Hilfe seiner Immortals und Sentry. Technisch ist es mit uns neuen Sentries natürlich auch nochmal einiges. Da kommt nochmal ein Go auf der Nexus, der fällt. Da fällt die Expansion von Wilco. Das ist es natürlich heftig. Da hat er nochmal Units hinten reingesteuert. Und das war natürlich ein netter Move auf Seiten von Ohio. Auch wenn er hier jetzt nochmal verliert. Verliert hier nochmal einen Teil seiner Armee. Aber da droppt jetzt auch Wilco im Harvester-Count dann etwas nach unten. Und da kommen weitere Linge auf Seiten von Tohio. Der setzt hier direkt nochmal sein Spawn-Lava ein. Da soll es auch nochmal kommen. Und das ist jetzt natürlich für ihn so wichtig, dass das Larvenmanagement jetzt passt bei ihm. Er muss eigentlich hier nochmal Drohnen bauen. Und jetzt macht Wilco auf der Gegenseite selbst sein Go. Hat ja oben nochmal das Problem, dass einzelne Units ihm hier in die Base reinrennen. Und ihm da erstmal die Harvester kicken. Die Harvester, die hier alle am Start sind. Meine Hände, wenn so viele fliegen. Die Frage ist, kann er diesen Go herhalten? Kann er diesen Go herhalten? Wilco ist es bei null Income, denn er hat hier nichts mehr. Da ist nichts mehr in seiner Main Base. Und jetzt gibt es den Go von Wilco auf die Base seines Gegners. Und die Frage ist jetzt aktuell, kann das Tohio halten? Da ist er mit Units am Start. Da weiß er noch nicht, ob er rein soll. Da nimmt er jetzt seine kompletten Drohnen mit rein. Die Force Fields sitzen gut. Von hinten kommt jetzt allerdings auch nochmal Army angelaufen. Und Wilco hat hier ein Problem. Wilco droppt runter im Supply. Ist seinem Gegner im Supply technisch deutlich unterlegen. Und der produziert hier weiter nach, dass sie neue Linge baut. Das sieht schlecht aus für den Deutschen. Der Zerg macht das aktuell gut. Aber die Force Fields hier sitzen nochmal wunderbar. Da zieht er sich allerdings direkt zurück. Tohio weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Produziert hier weiter Linge nach. Und das kann hier Wilco schnell zum Verhängnis werden. Der hat hier überhaupt kein Income mehr. Er hat hier nur noch 14 HMS, dann muss er Long Distance meinen. Und das sieht einfach böse aus momentan für Wilco. Selbst wenn er das hier ausschalten kann, da produziert einfach der Zerg momentan konstant weiter nach und versucht jetzt erstmal seine Units zu sammeln. Jetzt geht's hier auf die Overlords, versucht ihn den Supply Block zu drücken, aber jetzt kommen ja die Brutlinge nochmal von hinten. Von vorne nochmal, der versucht hier ein bisschen was zu killen. Und jetzt muss natürlich auch Tohio ein bisschen aufpassen. Er hat hier 43 gegen 34 Supply, aber da ist immer noch die Army am Start. Auf Seiten von Wilco. Der macht jetzt das leer klar. Da hinten sind nochmal Linge mit am Start und das könnte jetzt so dermaßen eng werden. Das ist dermaßen eng. Das ist einfach nur bitter. Da zieht er sich mit den Units zurück. Da wird er direkt an seine Echse runterlaufen. Das ist die Income-Quelle. Also hier muss er letzten Endes... Oh, da hätte Wilco auch nochmal den Poolen alles kicken können, was er nicht gemacht hat. Dann hätte er den Zerg erstmal vor Probleme bereit. Aber so kann der Zerg fröhlich weiter Units pumpen. Und das kann hier recht schnell recht eng werden. Jetzt bringt er hier seine Drohnen mit rein. Da kommen auch gleich mal die Force Fields. Oh! Und die sitzen gut. Hier vielleicht erstmal nochmal ein bisschen was killen. Da geht nochmal ein Stalker down. Der zweite Stalker fällt. Da fällt der Immortal. Die Sentries hinten. Jetzt nochmal rein. Hat er nochmal... Nein, da ist das letzte. Die letzte Energie ist ja verpufft. Da kommt er rein. Da verliert Wilco alles, was er hat. Was ein Finish. Was ein Final. Das erste Game. Spannend. Mini 13 gegen 7 Harvester Supply. Und da geht jetzt auch nochmal der Marauder. Geht hier... der Marauder sage ich schon. Der Immortal geht down. Jetzt meint der Wilco well played und schreibt GG. Und das erste Game geht hier an Tohio. Meine Herren, was ein knappes Ding.